Aru, bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja, ich warte hier, bis du soweit bist. Erstmal voll abdancen, Breakdance, Breakdance. Wuhu! Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich hab verpennt. Das war auch nötig. Ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier. Ein Handy! Dein ganz persönliches Nookphone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein. Willkommen! Perfekt, dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Ich hab als erstes gelesen, versauen. Eine Frage, Aro. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Nein, noch nie. Nein. Nein, noch nie. Nein, noch nie. Tatsächlich, das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, du bist besonders für das Inselleben geeignet. Nichtsdestotrotz wirst du das Nookphone sicher nützlich finden, wenn du erst damit vertraut bist. Oh, eine Sache noch. Hier ist deine Rechnung. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nookphone. Ja. Warum Steuern? Spinnt der? Nebenkosten. Ich habe keine Nebenkosten. Ich habe ja nicht mal Strom in meinem Zelt. Und ich lebe am Fluss. Ich brauche kein Wasser. Das Einzige, was ich bezahlen müsste, ist das Zelt und die Flugtickets. Was ist denn das für ein Halsabschneider? Damit kommen wir summa summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Willst du mich veralbern? Was sind Sternis? Alles klar. Gut, also dann. Moment, du hast keine Sternis? Wie konnte ich das nur übersehen? Ah, natürlich. Aber kein Anlass zur Sorge. Nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reise-für-die-Insel-Paket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service, Nooks Meilenprogramm. Was ist denn das? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nooks Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Garuda einfach nur lebt. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr. Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sterne fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Weitere Details findest du auf deinem Nook-Phone. Starte dazu einfach die Nook-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich doch noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden von Nook und Bewohnern von Garuda zu begrüßen. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu! So, ich muss diesen Baum fällen. Der geht mir voll auf den Keks. Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht den Powerknopf, wenn oben rechts das Symbol für Speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch
das Minuszeichen drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. ZL. Foto? Kamera, fotografiere und setze dabei diverse Filter und Effekte ein. Die Fotos werden im Album des Home-Menüs gespeichert und können von anderen Nutzern dieser Konsole gesehen werden. Okay, sehr schön. Nook-Meilen. Nook-Meilen, du hast dich für Nooks Meilenprogramm angemeldet. Du kannst dir durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nook-Meilen verdienen. Danach kannst du sie im Nook-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Kostet das Inselleben voll aus, hol dir die Nook-Meilen. Garuda in Sicht, abholen, Meilen erhalten. Vielen Dank für die Teilnahme an Nooks Reif für die Insel-Paket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine ersten Nook-Meilen. 500. Angelmeister, Insektenjäger, soziales Tier. Designs. Diese App lässt dich eigene Designs erstellen, die du als Kleidung tragen oder auf der Insel ausstellen kannst. Wenn du diese Designs in der App speicherst, kannst du sie mit anderen Inselbewohnern teilen. Möglicherweise können andere Spieler beim Spielen im Netzwerk deine Designs sehen, zum Beispiel wenn du eine andere Insel besuchst. Bitte erstelle keine Designs, die die Rechte anderer verletzten. Okay. Not, oh Gott. Dieser Dienst rettet dich, wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die Nutzung dieses Dienstes kostet Nook-Meilen. Aha, ich bin in Gefahr und brauche Hilfe, aber ich muss den Rettungsdienst erstmal bezahlen. Sonst hilft er mir nicht. Okay. Notrettung rufen? Niemals. Ein Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert. Diese Informationen können von anderen Spielern gesehen werden. Du kannst dein Foto, deinen Titel und deine Kommentare jederzeit ändern, werde nach Herzenslust kreativ. Gib einen Kommentar ein. Passfoto-Kommentar. Shit, es passt nicht rein. Hier könnte ihre Werbung stehen. verdammt. Hier könnte ihre Werbung stehen. Okay. Garuda, wir haben Pfirsiche. Super. Hier siehst du die Insel, auf der du dich gerade befindest. Außerdem kannst du mit Hilfe von X einstellen, ob dir eine Minikarte angezeigt werden soll, während du auf der Insel unterwegs bist. Es tut mir leid, die ist sehr sympathisch, aber wir müssen sie loswerden. Was will denn der? Ah, guck mal da. Passt schon. Einige Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selbst anpassen. Oh, das habe ich gemacht. Kannst mal sehen. Ey, guck mal, wie viele Meilen wir schon haben. Wir kriegen das in 0, nichts voll hier. Wir haben es schon fast durch. Wo
Und hier drüben war irgendwie eine Post oder Brief oder... Vielen Dank fürs Herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Weitere Updates folgen in Zukunft. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Okay, was haben die mir geschenkt? Was haben die mir geschenkt? Das müssen wir uns gleich angucken. Das Problem ist, immer wenn ich streame, ist es nachts und dann werden wir die Insel nur nachts sehen, oder was? Auspacken. Weltkarte. Behelfswerkbank. An die Wand. An Zeltwänden kann nichts aufgehängt werden. Och, schade. Ist eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Okay, irgendwie geht es gerade noch nicht. Das war gerade ziemlich seltsame Musik. Ein bisschen ägyptisch hat sich das angehört. So, lala. Hier sind tolle Pfirsiche. Ich muss sie alle sammeln. Aro, stell die Zeit einfach um. Das wäre ja dann geschummelt, oder? Aber ich würde schon gerne mal tagsüber sehen. Weil dann schlafen doch die Bewohner andauernd, oder? Steve, hallo! Jo, Aro, die Stelle, die du für mich ausgesucht hast, ist einfach perfekt. Danke! Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Schnapp! Ach ja, ich habe hier was für dich. Als Dank für deine Hilfe mit dem Zelt. Dankeschön! Diese Tracker-Kappe ist perfekt für Garuda. Probier sie an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke deinen Arm, um sie auszuwählen. Will dann tragen. Später kannst du sie jederzeit wieder loswerden, falls sie beim Trainieren stört. Dankeschön, Steve. Ich sehe cool aus. Nintendo steht da drauf. Jetzt müssen wir noch zum Pinguin. Och, das Feuer brennt noch. Cool. Echt sauber, dass du mir letztens verbal unter die Arme gegriffen hast. Mein Zelt steht jetzt flatsch. Aber weste, Aro? Mit all den Nasen, die hier rumlaufen, ist die Insel alles andere als einsam. Es tut mir leid, aber ich kann den Pinguin nicht loswerden. Die muss bleiben. Oh, Gänseblümchen, dich nehme ich da außen vor. Bist doch die coolste. Und jetzt lass uns gehörig rocken. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf drüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für einen Dai-Blättchenschirm. Ha! Dankeschön. Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes ins Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier so wuchert. Der Anblick allein war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt, musste ich nicht bedanken. Wenn du dich noch nicht ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an. Der organisiert kostenlose Schnupperkurse im Service Center. Konnt's auch erst nicht glauben. Die ist so geil, ich muss die behalten, Alter. Ich bin ein soziales Tier. Total sozial. Am besten solltest du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo gesagt haben. So, dann gucken wir mal. Hallo Eule. Da war eine Eule, kann ich die auch einfangen? Hallo.
Ah, Aro, willkommen, willkommen! Na, hier ist es doch ganz kuschelig, Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendetwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nep reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Kaufspolitik, soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig, ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an, eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nanu, Aro, schön dich zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Wir sind die ganze Nacht hier. Komm einfach vorbei, wenn du was zum Thema Insel besprechen willst. Tagsüber will ich mir ein wenig die Beine vertreten und mich um die Leutchen auf der Insel kümmern. Wenn du dann mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, dann helfe ich dir gern. Oh, Hallihallo, du bist ja wirklich einer von der ganz schnellen Truppe. Jawohl. Wir laufen zwar noch die Vorbereitung, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Spitze! Taschentuchspender? Gartenstuhl. Alles klar soweit. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen an, also weil alles, was man hier so findet. Und weil eine saubere Insel was Tolles für alle ist? Tja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend aufsammelst. Wenn du nicht sicher bist, ob wir etwas Bestimmtes ankaufen, fragen, kostet nichts. Ach, das ist ja mal lieb, dass man was nichts kostet. Wie kann ich behilflich sein? Ich will was verkaufen. Sehr gern, was hast du anzubieten? Meine Seele. Unkraut. Oh, wirklich? Sag einfach Bescheid, wenn dir irgendwas behilflich sein können. Ich hab das verkauft. Hab ich das jetzt verkauft? Hä? Ich hab das ja auch angeklickt. Ich hab das hier angeklickt. Und dann muss ich. Ach so, ich muss Plus drücken. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Hallo, Robert Dattler? Unkraut. Dafür können wir dir 40 Sternis anbieten. Abgemacht. Firma dankt. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich will was kaufen. Ah, ja. Wackelangel? Wackelkescher? Wackelgießkanne, Schleuder. Wie ziehen? Und verschiedene Papageitulpe. Liebesrose. Setzling. Ein Pfirsich. Anleitung Schleuder kostet 300. Die Schleuder kostet 900. Dann mache ich ja lieber eine Anleitung, oder? Dann kann ich mir andauernd eine Schleuder selber basteln. Das Problem ist nur, wie lerne ich die denn? Wie lerne ich denn das? Erlernen. Jetzt muss ich hier erstmal die Meilen, noch einreichen. Wuhu, wir sind reich. Ja, das R habe ich ganz am Anfang nicht gesehen. Das war zu schnell, beziehungsweise zu klein. So, dann gehen wir mal hier raus. Oder warte mal, ich gehe mal zu dem Tisch. Vielleicht kann ich da das Ding lernen. Ah, wie ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Aber mit Vergnügen.
Ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Jetzt geht's ab hier. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste, sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir, Okay. Los geht's! Wir müssen sammeln. Wir müssen sammeln. Alles wird eingepackt. Wupp, wupp, wupp. Alles wird eingepackt. Nein, stopp. Das Gras wird eingepackt. War das Gras oder was Unkraut? Nee, das war Unkraut. Das wird auch eingepackt. Und das wird eingepackt. Ist das alles Unkraut? Das wird alles verkauft. Damit hier was. Wenn Unkraut da ist, wachsen dann keine Blumen. Oder wächst aus dem Unkraut irgendwann Blumen? Weil erst sind es so kleine Sträucher, dann sind so Büschel und dann kommen Blumen raus. Jetzt brauchen wir Stöcke. Aber irgendwie. Da ist ein Stock. Dann müssen wir ja das ganze Unkraut einsammeln und eigentlich verkaufen, oder? Die muss erstmal hier. Erstmal alles frei machen. Damit hier was wachsen kann. Das ist alles Unkraut anscheinend. Auch die Blätter auf dem Boden. Aber dann sieht doch die Insel so kahl aus. Dann besteht ja die Insel nur noch aus Dreiecken. Wenn die ganzen Blumen hier weg sind, also die ganzen Büschel, die hier auf dem Boden sind. Dann bist du ja erstmal 4 Stunden nur beschäftigt, hier jeden Grashalm einzusammeln und jedes. Das ist etwas, ja, zeitintensiv. Uiuiui, dann können wir nachher ganz schön viel verkaufen. Unkraut kommt hier erstmal weg. Vor meiner Haustür möchte ich es nicht haben. Ich möchte nämlich eigentlich Blümchen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, so viel Holz hier noch zu finden. So viele Stöcke habe ich, glaube ich, gar nicht. Und die ist immer dieses Swoosh, Swoosh. So, wir haben 9 Stöcke. Wie viel brauchten wir? Ich hab's vergessen. Ich glaube 5, oder? Also müsste es jetzt reichen. Ah, aus Unkraut kann man auch was craften, also nicht alles verballern. Ah, Aro, du hast das nötige Material gefunden, Also dann, bauen wir uns eine Angel. Ja, wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Bereit. Herstellen. Ja. Die Wackelangel ist fertig. Die sieht aber eher aus wie ein Korb für Werkzeug. Genau, perfekt! Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Eine Einleitung. Und das war's auch schon, die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Was? Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz herausholen? Ausgezeichnet, die App Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Die sollte dir gute Dienste leisten, eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile.
Wo wir von Angeln sprechen, ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Aufwerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gern sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Erstmal wieder Nuckmeilen einsammeln. Oder auch nicht. Bastelanleitung. Diese App hilft dir dabei, deine Bastelanleitung zu verwalten. Häufig gebastelte Dinge kannst du als Favorit markieren, so wird das Basteln sehr viel komfortabler. Lagerfeuer und einen Wackelkicher. Da brauchen wir aber noch einen Ast. Okay, kann ich jetzt die anderen Sachen lernen? Ich weiß jetzt, wie man einen Blätterschirm herstellt. Cool. Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Ich bin so gut. Jetzt müssen wir aber erstmal weitere Äste einsammeln. Ich möchte nämlich noch gerne einen Köcher haben. Und dann können wir mal probieren, wie man angeln kann hier. Komisch, schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Einfach das ganze Feuer klauen. Eine Muschel! Sanddollar. Warum? Da. Ich konnte es gerade nicht einsammeln. Was ist das? Achso, das ist die Muschel. Ich soll irgendwo was hinschmeißen, wo ein Schatten ist. Im Wasser. Da vorne ist einer. Aber so weit kommt die, glaube ich, nicht. Ausrüsten? Ich glaube, hier kommt nichts. Kann ich die noch weiterwerfen? Nee, gell. Aber absolut. Guck mal da. Mist. Das ist doch ein Fisch. Es treibt ab. Mann, wie das juckt. Eine Mücke hat mich gestochen. Wir haben was. Ja, eine Karausche. Karausche mit dir aus dem Wasser. Wir haben einen Fisch gefangen. Das ist so cool. Bin ja Angelprofi. Nein, weiterwerfen geht nicht. WTF, ich wusste gar nicht, dass die einstechen können. Ja, dann habe ich halt wieder Anfängerglück. Alles wird eingesammelt. Ja, ist auch nochmal ein Fisch. Ups, es war zu früh. Oh nein, es war zu früh. Aber dass man hier die Fußspuren sieht, finde ich cool. Nochmal. Ja! Eine Makrele! Die wollte ich mir schon immer mal krallen. Alles wird hier eingesackt.
Wir gehen jetzt nochmal hier kurz am Fluss lang. Am Meer. Hier kommt der Fluss erst. Mehr Holz habe ich jetzt gerade eigentlich nicht entdeckt. Oh, guck mal, da ist nochmal ein Fisch. Ah, verdammt, schon wieder zu früh. Der hat angetäuscht, dummer Fisch. Dann probieren wir es hier nochmal. Was ist das? Ja, ein Flussgrundel. Die ist mir gründlich auf den Leim gegangen. Okay, wir haben ein paar Fische gefangen, das ist cool. Ich finde hier aber keine Äste mehr, aber ich hoffe, ich kann jetzt trotzdem ein Dingsbums herstellen, ein Kescher, dann können wir wenigstens noch ein paar Schmetterlinge einfangen. Das Meer ist nur ein großer Fluss. Natürlich. So wie die Welt nur ein Dorf ist. Was soll ich an Tumnox blabliblub machen? Was herstellen? Ein Blätterschirm. Unkraut. Oh, der Blätterschirm ist fertig. Weitermachen. Warum sieht der Blätterschirm auf dem Bild viel hübscher aus als das, was er da hergestellt hat? Dann machen wir einen Wackelkescher. Nee, alles gut, Tammy. Ist gut, wenn du Tipps gibst, weil ich habe, wie gesagt, von dem Spiel absolut keinen Schnall. Und der Wackelkescher ist fertig. So, und die Werkbank. Behelfswerkbank. Hartholz und Eisenerz. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht weit genug im Spiel vorangeschritten. Das sieht auch sehr professionell aus, was da draufsteht. Ich glaube, da müssen wir erst noch mal ein bisschen eine Weile spielen. Lagerfeuer, da fehlen uns noch drei Äste. Dann gucken wir mal. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen was verkaufen. Wir verkaufen nämlich ein bisschen Unkraut. Aber ich will nicht alles verkaufen. Wie kann ich denn das... Wie kann ich denn das machen, dass ich nicht so viel verkaufe? Dass ich nur... Ja. Dass ich nur, was weiß ich, 10 Stück oder so verkaufe. Eins rausnehmen. Kann ich noch mehr rausnehmen? Ah, nee, so wollte ich das eigentlich nicht. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich sollte dir dieses Terminal kurz erklären. Ja. Das ist ein Nook-Portal und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Im Moment bietet es dir 2 Funktionen, Aru. Da wäre es mal Nook-Shopping. Du kannst Dinge bestellen, die man auf einer Insel schwer findet. Außerdem dient es als Geldautomat der Nook-Direktbank. Zudem ist ein Service in Arbeit, über den du Nook-Meilen gegen diverse Prämien eintauschen kannst. Bitte nutze diese wunderbaren Funktionen nach Herzenslust. Sie sind äußerst nützlich. Ja. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nook-Shopping, Bankautomat, Nook-Shopping. Wir gucken mal. Gartenwasserhahn. Oh, ich will den Strohhut. Ich brauche den Strohhut. Das sieht aus wie Ruffy. Aro, hau mehrfach täglich mit einer Schaufel gegen jeden Stein auf deiner Insel. Okay. Strohhut. Oh, cool. Die brauche ich auch. Ach, wie süß. Das ist aber eine Hommage an Ding hier. Captain Spirit. Das ist ja süß. Vatertag-Tasse.
Ich will den Strohhut. Ist mir egal, was wir dafür machen müssen. Wir müssen den uns kaufen. Oh, außerdem muss ich dir noch erklären, wofür die Kiste da gut ist. Das ist die Krimskramskiste und sie steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute legen hier Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt, also warte nicht zu lang. Karton. Brauche ich den Karton? Nehmen. Was kann hier alles nehmen? So, wir verkaufen jetzt erstmal was. Ich will was verkaufen. Ich habe ganz viel Unkraut anzubieten. Unkraut. Dafür können wir dir 520 Sternis anbieten. Abgemacht. Firma Dank. Wir hoffen, du bist uns bald wieder. Ah, Aro, hallo, hallo. Was darf's sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Wunderbar, dann wollen wir einmal sehen, in Ordnung. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Flussgrundel. Wenn diese Insel so etwas wie eine Flussgrundel beherbergt, wer weiß, was wir dann noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Aro. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Vielen Dank, ich werde mich gut um deine Flussgrundel kümmern. Oh, bevor ich es vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Es wird immer voller hier. Sie heißt Faunapedie, eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mithilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Was darf's sein? Oh, noch etwas. Ich sehe mir gern alles an, was du mir bringst. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Karausche. Ja, schick doch alles weg. Dann kann ich ja gar nichts mehr verkaufen. Hast du dich noch weiter an meiner Werkbank noch weiter beim Basteln beschäftigt? Und ob. Das freut mich. Du warst ja auch gerade eben erst dort zugange. In diesem Falle werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf dein Nook-Phone schicken. Ja. Zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst, und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. So erweitert sich dein Bastlerrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Bitte bringe mir auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja. So, das noch. Oh, was für ein Fang! Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um eine Makrele. Ja, du darfst es ins Museum schicken. Vielen Dank. Bitteschön. Dieses Mal habe ich übrigens auch eine richtige Belohnung für dich. Und zwar eine Liebesrose. Das ist eine Probe unserer Waren. Du kannst sie in die Erde einpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Probier es einfach einmal aus und wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel, der Wissenschaft und alles drumherum. Ich kaufe den Hut jetzt erstmal. Ich muss den Hut haben, sonst kann ich nicht weiterspielen. Ihre Bestellung war erfolgreich. Sie wird Ihnen in Kürze per Post nach Hause geliefert. Wir sind immer für Sie da.
So. Ja, ist ja gut. Nein, das war's nicht. Nein, das war's auch nicht. Ich wollte das da machen. Da abholen. Nook verleiht Nook Meilen für die Bastelanleitung, die du erhältst. So zahlt sich Selbstmachen doppelt aus. Unkraut jäten. Versandfan. Das dauert leider einen Tag, also hast du den Hut erst morgen. Och, das ist okay. Okay, wir streamen ja. Ich streame ja nochmal morgen und am Sonntag. Dann ist es okay. Guck mal, was wir hier machen können. Eine Axt. Da brauchen wir aber noch Äste. Ein riesen Lagerfeuer, wobei ich das hier ehrlich gesagt ein bisschen schöner finde. Eine Fackel, die könnten wir links und rechts hinstellen. Und ein Baumstammpfahl-Set. Okay. Oh, ein Vogelhaus. Okay, ich möchte die Fackel und ich möchte das kleine Feuerchen hier haben. Und vor allem natürlich die Axt. Aber die Fackel ist cool. Ich brauche erst die Axt, sonst kann ich die Fackel nicht herstellen. So, Leute. Ich habe nicht mehr viel Platz. Kann ich das? Ich habe aber keine Kiste. Riesenmuschel. Wegpacken. Ich hier möchte erstmal die Rosen einpflanzen. Stopp, wenn ich die Rosen einpflanze, brauche ich ja nicht vorher noch nach. Ui, da ist ein Skorpion. Warum ist ein Skorpion neben meinem Haus? Was soll denn das? Pflanzen. Kann ich nicht woanders hin? Das ist ein bisschen kompliziert. Daneben würde ich gerne noch eine haben. Nein. So. Dass man das nicht vorher sieht, wo das platziert wird, finde ich ein bisschen doof. Ich würde gerne immer vorher sehen, wo das platziert wird.